Wie macht man die Toolbox auf? Wie kriegt man dieses Feld rein? Ja, heute erfährst du also nützlichen Shit, damit du in Fusion schneller arbeiten kannst. Und hier sind die wichtigsten Fusion-Shortcuts. Auf geht's! Okay, hier haben wir als Setup einfach nur eine Merge Node. Und es gibt für gerade Merge Nodes oder Nodes mit zwei Inputs, gibt es einen ziemlich coolen Shortcut. Und zwar, wenn du die Node anwählst, die du hast, kannst du den Background und den Foreground einfach tauschen, indem du STRG und T drückst oder CTRL und T. Und so kannst du sehr schnell, falls du mal was falsch rum verbunden hast, die Nodes swappen. Die meisten Leute haben mich auch gefragt, wie man denn dieses Dropdown-Menü hier runterbekommt. Und das bekommst du, indem du Alt gedrückt hast oder Option bei Mac. Und wenn du dann loslässt, bekommst du dieses Menü und du kannst dann anklicken, in welchen File du das haben willst. Und somit kannst du mehr oder weniger sehen, was das Ganze macht. Das ist vor allen Dingen hilfreich, wenn du dir zum Beispiel einen Delta-Key raussuchst und das Ganze hier hineinziehen willst, dann kannst du sehen, was gibt es denn alles. Es gibt einen Input, es gibt eine Solid-Mat und es gibt eine Garbage-Mat und eine Effekt-Maske. Einer der hilfreichsten Shortcuts, die man hat, ist, Nodes zu entfernen oder Nodes einzufügen, indem man Shift drückt. Möchtest du zum Beispiel einen Color Corrector nicht ans Ende hier einfügen und willst nicht und dann das Ganze hierher schieben und nochmal verbinden, dann kannst du ganz einfach mit Shift gedrückt halten, den einfach rausziehen und während du Shift hältst, hier drauf loslassen und schon wird es verbunden. Das ist ein Tipp, der super viel Zeit spart. Okay. Als nächstes habe ich noch einen Tipp, wo auch oft gefragt wird, wie man das macht. Und zwar, wie man solche Abzweigungen hier erschaffen kann. Solche Abzweigungen erschafft man einfach, indem man mit Alt gedrückt auf einen Pfeil klickt. Diese Abzweigungen können also ziemlich hilfreich sein. Aber das Dumme ist, wenn man das löscht, was in die Abzweigung reingeht, dann wird auch die Abzweigung gelöscht. Und jetzt natürlich kommt noch der wichtigste Shortcut mit Shift und Space. Egal ob Mac oder Windows, kannst du dir deine Toolbox raussuchen lassen, um deine Tools rauszusuchen. Puh. Nachdem das weg ist, fehlt bloß noch das nächste Tutorial. Ich wünsche dir erstmal viel Spaß. Stay safe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.